Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von COD Black Ops 6. Und warum haust du einfach auf deinen Monitor? Was ist denn los? Kann ich mit dir reden? Arme Sevati, das Nachtleben hier beschränkt sich auf Eulen und Schakale. Okay. Woods? Ich kenne Adler seit Namen. Warte 20 Jahre, dann wächst er dir ans Herz. Oh. Hey, Chris. Okay, mit dir kann ich komplett reden. Wegen Adler. Wenn Adler sagt springen, erwartet er, dass alle springen. Aber keine Fragen gibt's bei mir nicht. Er weiß eindeutig mehr, als er uns sagt. Glaubst du nicht, dass wir Adler vertrauen können? Du kennst die Gerüchte. Adler ist wie ein Waldbrand. Er brennt alles nieder, solange er sein Ziel erreicht. Aber da mache ich nicht mit. Wir bringen das Pantheon zur Strecke und kommen heil aus der Sache raus. Wie kommst du so klar? In seinem Beruf gerät man sicher in alle möglichen Fadenkreuze. Aber das der CIA? Ich habe mein Leben unserem Land gewidmet. Ich glaubte an sein Potenzial. Tue ich noch, trotz all dem. Klingt gut. Danke. Dann beginnen wir mal die nächste Mission. So, die wäre hier unten. Jagdsaison. Wer zum Teufel eine Waffenvorführung unter einem Palast in der Wüste? Saddam Hussein zum Beispiel. Wir werden uns als Data Force Einheit ausgeben und nachschauen, was Sache ist. Okay, Adam Saddam Hussein, das ist doch auch wieder so eine echte Person. Naja, die werden wir wohl auch zur Strecke bringen. Oh, eine coole Sniper bekommen wir da. Dann rein geht's. Der gesuchte Palast liegt im Westirak, in der syrischen Wüste. Aber es gibt ein Problem. Desert Storm. Koalitionsstreitkräfte haben die Operation gegen Saddam Hussein vor 2 Wochen gestartet. Sie schalten so viele strategische Ziele wie möglich aus der Luft aus. Der Palast steht noch, aber nicht mehr lange. Britische SAS-Truppen machen am Boden Jagd auf mobile Scud-Plattformen. Sie haben den Palast für eine Bombardierung markiert. Das darf nicht passieren. Pantheon versteckt irgendwas im Bunker unter dem Palast. Wird er zerstört, verlieren wir die Spur. Eine alte Bekannte beim MI6 schuldet mir einen Gefallen. Sie zwang den SAS, den Luftangriff zu verschieben, aber das hat seinen Preis. Wir geben uns als Delta Force-Einheiten aus, damit diese Helen Park uns an die Front bringen kann. Dann helfen wir dem SAS, die Scuds zu beseitigen. Danach gehört der Palast uns. Der SAS will die Scuds zerstören und ihr wollt in den Palast. Wir glauben, die Iraker könnten sie jederzeit abfeuern. Jekyll 2-1, zerstören wir die Werfer. Wir flankieren die erste Stellung. Hey, Park, nimm deine Amis gefälligst an die kurze Leine. Charmanter Kerl. Da, die Scud. Sie startet schon. Noch ein Viertelkilometer weiter. Kannst du Gas geben? Aktivität. Feuer frei. Jekyll 1-1, wir greifen an. Bestätigt. Ja. Knallt sie ab. Okay, das geht ja hier direkt ab. Alter. Ziel gesichtet. Wir sind im Irak mit Helen Park aus Cold War. Also ist mein Ende, also was wir hier gespielt haben, sind doch falsch. Mehr. Denn ich habe Helen Park getötet. Okay. Das ist interessant. So, kurz nochmal. Ich glaube, das waren alle. Zur Scud-Stellung geht's hier lang. Mir nach. Jekyll 2-1, wir sind auf der anderen Seite der Schlucht. Nähern uns dem Ziel. Schneller! Waffen viel cooler. Verdammt! Macht noch mehr Spaß. Schaltet sie aus. Ziele von oben! Ein Scout-Gewehr. Hinter den Kisten! Aber das Scout-Gewehr macht aber übelst Bock. Das erinnert mich so ein bisschen an Destiny 2. So, weiter voran. Gesichert! Jekyll 1-1, sind gleich in Position. Wir sind auf der Erhöhung. Legen wir los. Circa ein Dutzend Ziele da unten. Oh, Entschuldigung. Bewegung! Sie starten sie! Warte, ich brauche die andere Waffe. Granate! Feindlicher Truck nähert sich. Uns bleibt die Zeit davor. Ausgeschaltet.
Boah, Jungs, was ist denn hier für ein Krieg? Wird schon wieder angerufen? Ist unfassbar. Die CIA hört nicht auf. Case, platziere eine Ladung an der Scud. Gebe Deckung. Runter da, Jackal 2. Bin schon unterwegs. Hier an dem Ding? Oder was? Jackal 2, worauf wartet ihr? Hier, C4. Okay, ran da. Ich hab, wie detoniere ich die Scheiße? Einfach drei Sachen da flippt. So nämlich. Okay. Das wär's gewesen. Gute Arbeit, Leute. Jetzt zuhören. Pritchard, Skinner, räumt den Scheiß weg und entladet die Trucks. Bestätigt. Wir richten hier ein Lager ein. Oh, Adler, deine Crew ist nicht schlecht, Park. Mal sehen, was die sonst noch können. Das wird jetzt unsere neue Operationsbasis. Hier, du hast die Ehre, die Taktikkarte zu tragen. Taktikkarte. Verwende die Taktikkarte, um Ziele zu verfolgen, per Schnellreise zu entdecken, Orte zu reisen und das Einsatzgebiet zu navigieren. Spielen wir jetzt hier Ghost Recon? Es ist ein recht großes Gebiet, sie wird dir nützlich sein. Wir müssen noch 3 Scud-Stellungen neutralisieren. Bleib wachsam da draußen, vielleicht findest du noch mehr interessante Sachen. Warte, was? Auf einmal Open World? Okay. Ja, dann gehen wir mal hier oben hin, wir sind jetzt hier in der Basis. Wir brauchen 3 davon. Oh, Gladney hilft deinem Team in den Palast hinein, wenn ihr die Scuds zerstört. Helft ihm. Mal sehen, ob er sein Wort hält. Rede selbst mit ihm, wenn du willst. Er bleibt hier und koordiniert die Logistik für den SAS. Wenn du bereit für den Einsatz bist, folgen wir dir. Alter, wir spielen jetzt wirklich Ghost Recon. Geil. Oh mein Gott. Es ist mehr als genug Waffen. Nimm dir, was du willst. Ui, auch okay, hier eine ganze Waffe. Nimm was von dem C4 mit. Das Zeug zerfetzt deine Scud-Raketenplattform. Wir brechen auf, sobald du ausgerüstet bist. Ja, dann halt doch jetzt erstmal die Fresse. Case, wenn du noch irgendwas über die Mission erfahren willst, sprich mit Gladney da drüben. Na gut. Brauchst du was? Ja, sag mir mal was kurz. Wir wollen so schnell wie möglich den Palast angreifen. So viel Interesse an diesem Palast. Wenn es nach mir ginge, hätten wir ihn längst in Stücke gesprengt. Der einzige Grund, dass er noch steht, ist Miss Park da drüben. Äußerst interessant. Wir schätzen es, dass sie unserem Team aushelfen. Helft uns mit den verbliebenen Scuds und wir helfen euch zu bekommen, was immer ihr sucht. Die guten Briten. Haben wir Luftunterstützung vom SAS? Im Moment nicht. Zu viele beschissene Luftabwehrraketen. In der Nähe wurden gerade erst ein paar eurer Delta-Force-Freunde abgeschossen. Wir haben einen Kampfhubschrauber, aber der wird nicht abheben, bevor ihr die Raketenstellungen in diesem Gebiet ausschaltet. Okay, danke. Ich wünsche viel Glück da draußen. Gut, dann haben wir ja alles. Ja, dann fahren wir doch los. Erkunde die Wüste. Erkunde und entdecke optionale Ziele. Von hier entdeckte Beute und neue Gebiete werden auf der Taktikkarte eingezeichnet. Digga, ist ja wirklich Open World jetzt. Welcome to Ghost Recon. Alter, ist einfach ein neues Game, was wir jetzt hier spielen. Okay, kurz die Taktikkarte aufmachen. Dann gehen wir nämlich nach da. Hä, wie markiere ich denn? Wegpunkt setzen. Ah, so, jetzt. Gut. Ja, ab in die Wüste. Von mir aus könnten sie auch hier Almasse aufpacken. So schlimm wäre es für mich jetzt auch nicht. Okay, Jungs. Hier ist irgend so ein optionales hier anscheinend. Alter. Hier durchzufahren ist ein bisschen schwierig. Aber wie geil ist das denn? Und ich finde das 3-mal besser als diese Open Combat Missionen vom letzten Mal. Da drüben, der orange Rauch markiert eine Vorratslieferung. Könnte einen Blick wert sein. Feinde wollen unser Zeug stehlen. Attackiere! Unser Zeug? Okay. Geschafft. Ja, nehmen wir mal mit. Ich halte die Augen offen. Sag mal, das Spiel lädt aber auch irgendwie kaum was. Guck dir das doch mal an.
Ich glaube, die wollen auch irgendwie gerade nicht laden. Das wird uns helfen. Wir sollten mitnehmen, was wir finden. Wir müssen weiter. Digga, kann das Spiel bitte laden? Junge. Oder ich tausche kurz mal die Waffe. Nein, sie bleibt so. Aber es ist halt wirklich nur die Waffe. Okay, dann werden wir nicht diese Waffe spielen. Dann spielen wir jetzt erstmal die Waffe. Gut, Jungs, dann gehen wir wieder weiter. Aber es ist schon eine geile Idee. Geil, dass ich hier diese Squad habe. Mit Adler und Helen Park. Heilige und Marsche. Was ist hier passiert? Der SAS hat vor 2 Tagen ein Panzerbataillon beschossen. Das sind die Reste davon. Brennen immer noch. Oh, Leute. Hier wurde aber echt was niedergebrannt. Okay. Gibt's bestimmt hier auch noch was zu finden. Vielleicht irgendwas unter den Bruchteilen? Maybe? Aber dann wird es ja höllisch Spaß machen. Alter. Mehr Organe, Rauch. Ich würde nicht schießen. Ist zu riskant. Warum ist das so riskant? Hallo. Verdammt. Egal. Mach doch nichts. Oh, Fernlenkladung. Okay, Leute. Schnell wieder zurück zum Auto. Bevor irgendjemand das mitbekommen hat. Okay, ich kann auch mit der Taktikkarte Schnellreise zur Basis gehen. Aber brauche ich ja jetzt nicht. Das Auto ist ja nicht weit weg. Ich kann auch hier mit meinem Lamborghini rumfahren. Also man merkt schon, ich habe echt Spaß hier. Vielleicht werde ich offscreen noch ein bisschen hier was machen. Aber jetzt erstmal alles onscreen. Alle teleportieren sich hier schon mal. Okay, kurz hier außen lang. Hier ist wieder so eine Nebenmission. Ort gefunden. Die Schlucht. Ja, Leute umfahren. Nein, jetzt habe ich sie umgefahren. Da, die kann ich umfahren. Los, fahren wir sie um. Linke Seite. Bam. Macht das Spaß. Oh Gott. Ziele, Entdeckung. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Schieß doch. Feind gesichtet. Hilf mir mal kurz. Mal wieder unterwegs. Oh Gott. Ich bin schon wieder fast tot. Oh ja. Alter, geht's euch gut? Ich hab mich gut. Das ist eine Fernlenkladung. Hey, pass auf! Unterwegs! Ich weiß nicht, was ihr hier labert. Ist mir aber auch egal. Allah, Allah! Allah, du, ja, ja! Oh, da hinten ist irgend so ein Boss. Warte, kurz sneaken. Und reingehen. Achtung, Feinde legen Fallen! Warum bin ich wieder der Einzige, der auf den schießt? Alter, heil dich doch bitte. Siehst du sie? Alter! Er hat voll Kopfnuss auf mich gemacht. Aber es hat nicht viel gebracht. Ich glaube, das ist es. Pantheon ist nicht zufällig hier. Durchsuch die Gegend. Warte, ich knack gerade ein Schloss hier. Jawohl! Mehr mit dem er nicht schlecht und ein Mörserschlag. Alter,
Nice. Oh Gott, da kommen ja noch welche. Das waren alle. Hoffe ich mal. Ein paar Meter. Da müssen sie bestimmt auch welche. Aber noch nicht machen. Erst wenn ich Kontakt habe. Also Sichtkontakt. Zerstöre Scoutwerfer. Neutralisiere Scoutwerfer mit Hilfe von Sprengstoff oder Ausrüstung, die über das Einsatzgebiet verteilt ist. Gehe jede Scoutstellung nach Blivien an. Entwickle deine eigene Strategie. Ist das da oben eine? Warte, ich kann ja mit der Kamera reinzoomen. Können wir mal gucken. Ja, ich sehe noch nicht viel davon. Sehe ich da vielleicht was? Auch nicht. Vielleicht erstmal hier raufgehen. Dann können wir mal ja gucken, ob wir uns da einen Weg bahnen können. Gladney hat einen Speer in der Nähe. Na, da kann ich mit irgendjemandem reden. Und das soll ich zerstören. Delta, ich kann euch sehen. Wenn ihr Unterstützung braucht, ich bin oben auf den Ruinen. Das könnte andere alarmieren. Gut, wir machen noch keinen Mörser. Wie soll ich denn hier draufkommen? Ah, hier, guck mal. Ja? Wie hat er mich denn mitbekommen? Ich gebe Deckung, so gut ich kann. Diese albanische Musik im Hintergrund. Ach, Runja. Minus eins. Minus eins. Er will halt wirklich Mathe hier machen. Ach, Russell. Okay, warte. Lass mich da mal einen Mörser spielen. Schon unterwegs. Einer weniger. Okay, der Mörser hat jetzt nicht viel gebracht. Der hat nicht mal das Ding zerstört. Töte doch mal den Albaner hier. Haben wir hier noch welche? Negativ. Ey, diese Bäume, die hier mal nachladen müssen. Müsste ich dann auch mal in den Einstellungen einstellen. Kletter doch bitte hoch. Er will nicht. Muss halt außen rum gehen. Kann ich nicht gerade mit irgendjemand reden? Oh, hier ist es. Startvorgang eingeleitet. Warte, ich hab C4. Zerstör sie, bevor sie abhebt. Kein Problem. Zerstört. Ja, Mann, eine weniger, noch zwei übrig. Ihr wimmelt es von Feinden. Kann ich auf das Geschütz hier? Nö, oder? Schade. Okay, haben wir hier vielleicht noch was zu finden? Diese albanische Musik, ich komme damit überhaupt nicht klar. Das ist so geil. Was ist hier unten? Wegpunkt erreicht. Aha. Okay. Hier haben wir irgendeinen SRS-Speer. Lass uns den noch schnell finden. Der ist da oben. Hey, Brudi, komm mal runter. Wir wollen mit dir reden. Oh, die Musik passt jetzt überhaupt nicht mehr. Aber trotzdem, die Musik feiere ich bisher auch immer noch. Hallo. Na, willst du vielleicht mit mir reden, oder? Hey. Dann nicht. Habe ich es jetzt geschafft, oder? Ist aber immer noch das Zeichen. Red mit mir!
Sieht aus, als hättet ihr meine Hilfe nicht gebraucht. Ja, doch. Delta, ihr habt es geschafft. Ich habe Feindpositionen. Seht sie euch an. Ah, jetzt. Die Skat ist Geschichte. Gute Arbeit. Ja, ich bin halt gut. Kann ich von hier aus die wegsnipen? Ja, mir werden da keine Gegner angezeigt. Okay. Dann gehen wir doch mal zurück zur Basis wieder. Ja, wir haben erfolgreich jetzt erstmal hier alle weggemacht. Ich kann mich nur wieder zurück zur Basis teleportieren. Okay. Gladney, wir sind auf dem Weg zurück. Das war schon Besseres gesehen. Aber sie sind in der Überzahl. Ja, was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Soll das wieder heißen? Ich glaube, ab hier rechnen die mit uns. Sollten sie auch. Ich mag herzliche Begrüßungen. Ich finde die Basis geil. Was ist hier unten? Das möchte ich noch wissen. Oh, ich habe mehr erwartet. Geht ihr mit den Jungs hier? Komm mal mit. Mit den Briten hier. Geile Mucke. Kurz Munition auffüllen. Kann ich mit dem Auto hier auch fahren? Nee. Wieso kann ich denn mit dem Auto fahren? Naja. Dann fahren wir doch mal los. Kurz. Ach, ich fahre jetzt falsch. Wir wollen ja da oben. Jekyll 2, verstärkte Aktivität bei den anderen Skat-Stellungen. Die sind alarmiert. Ja, das können sie ruhig. Die sind trotzdem besser. Das ist alles vor mir, wo man so nachladen muss. Alter, das ist schon ein bisschen nervig. Aber egal. Jemand hat sein Boot vergessen. Ich hatte schon danach gesucht. Ist vermutlich schon seit Jahren hier. Ja. Ich sehe noch eine Vorratslieferung. Ich wollte halt ein Boot noch haben. Deswegen liegt das noch hier rum. Nochmal eine Fernlenkladung. Wer lässt sie einfach hier so stehen? Egal. Ist jetzt meins. Ziele überprüfen! Sorry. Wollt ihr kurz noch ein Foto machen von euch dreien? Ey, bleib mal stehen. Alan Park? Hey, nicht weggelaufen. Du siehst schön aus. Perfekt. Gut, Leute, und damit würde ich jetzt auch den Part hier beenden. Mercer lädt sich auf. Ach, der lädt sich auf. Mercer-Team wartet auf Befehle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier in COD Black Ops 6. Hier bei dieser speziellen Mission. Ciao, ciao. Warte, kann ich den erschießen? Ach, egal. Ciao, ciao.